nicht dazu gekommen, weil einfach die Situation eskaliert ist. Ich habe alles schon mitgemacht, aber hier, das war an der Grenze dessen, wo man eigentlich um sein Leben fürchten musste. Rückblick. Viktor Gebhardt und Hinrich Rieken sind für die Tierrechtsorganisation Animals United aktiv. Vor einigen Wochen erreicht sie einen Hilferuf. Rumänische Aktivisten erzählen ihnen, mit welcher Härte Hundefänger gegen Straßenhunde vorgehen. Diese Hunde sind vor allem in den Straßen von Bukarest ein großes Problem. An uns wurden verschiedene Informationen herangetragen, meistens sehr drastische, mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Rumänien und vor allem Bukarest, mit 40 bis, sagen wir mal, 65.000 Straßenhunden allein in der Hauptstadt, die pro Hund 50 Euro einbringen, wenn man die als Hundefänger fängt. Und das war die Situation, die uns erklärt wurde und die uns bewogen hat, das uns vor Ort auch anzuschauen. Die Münchner Tierrechtsaktivisten machen sich deshalb auf den Weg nach Rumänien. Sie wollen sich selbst ein Bild davon machen, wie die Hundefänger arbeiten. Das erste Ziel, ein Shelter in Slatina. Offiziell handelt es sich dabei um Tierheime für Straßenhunde. Darum geben sich die beiden Tierschützer als Hundevermittler aus Deutschland aus. Das Filmen wird ihnen zwar strikt verboten, dennoch machen sie mit ihren Handys versteckte Aufnahmen, die zeigen, wie die Hunde dort gehalten werden. Die Bilder, die wir dann dort vor Ort gesehen haben und die ganzen massiven, schlimmen Zustände, die uns begegnet sind, mit denen hatten wir nicht gerechnet. Also wir hatten schon viel gesehen und viel gehört, aber es war doch deutlich schlimmer, als wir uns das vorstellen hätten können. Futter konnten wir überhaupt nicht ausfindig machen. Wenn Trinken vorhanden war, das war auch nur in den Außengehegen, dann war das so grün und vermoost und veralgt, dass man wusste, dass hier einfach seit eigentlich jemals noch nie geputzt wurde. Die Straßenhunde werden von Hundefängern eingefangen und dann in die Lager gebracht. Die Regierung zahlt pro Hund ein Kopfgeld. Die Hundefänger sind staatlich organisiert und sind immer in Begleitung der Polizei unterwegs. Am frühen Abend treffen die Tierschützer auf die Hundefänger. Sie sind extrem aggressiv, wollen die Deutschen nicht dabei haben. Wir wurden angespuckt, schon als wir beim Treffpunkt waren. Wir wurden bedroht, massiv. Das waren richtige Schränke, da ging es wirklich. Man hat gemerkt, es geht von Anfang an um Geld und die haben einfach Angst. Ein Hund bringt zwischen 50 und 120 Euro. Extrem viel Geld für rumänische Verhältnisse. Die deutschen Tierschützer vermuten deshalb, dass auch die Fangmethoden besonders brutal sind. Sie lassen sich von den Bedrohungen und Spuckattacken nicht einschüchtern, bleiben an den Hundefängern dran und verfolgen sie durch die Stadt. Wir haben festgestellt, dass die Hundefänger sehr brutal vorgehen. Wir wurden massiv von der Polizei ausgebremst, geblockt, gehindert, diesen Hundefängern zu folgen, damit diese einfach agieren können und vor Ort dann wirklich zuschlagen können. Die Fahrt durch die Stadt entwickelt sich immer mehr zur Verfolgungsjagd. Mehrere Stunden lang rasen Hundefänger, Polizei und Tierschützer mit bis zu 100 Stundenkilometern durch Bukarest. Rote Ampeln werden ignoriert. Plötzlich werden die Tierschützer in einer Seitenstraße ausgebremst und 10 Männer stürmen auf das Auto der Aktivisten los, greifen an. 6 von diesen Männern sind dann auf unser Auto gesprungen, haben mit ihren Ellbogen, mit ihren Fäusten, mit ihren Knien und mit ihren Füßen so lange auf die Frontscheibe eingeschlagen, bis die zerborsten und gebrochen ist. Dabei ist einiges von dem Glas in mein Schienbein gesprungen und hat mich verletzt. Die Tierschützer werden in einen Hinterhalt gelockt. Der Angriff der Hundefänger kommt völlig überraschend. Mit solch einem Angriff konnte man gedanklich überhaupt nicht rechnen, wie die Windschutzscheibe eingeschlagen worden ist. Und dann gab es nur noch eins, Gas geben, weg, wo ist hier eine Stelle, wo wir uns wenigstens halbwegs sicher fühlen. Die Tierschützer können in ihrem demolierten Wagen flüchten. Wieder lassen sie die Kamera laufen. 2 Kilometer weiter halten sie an einer Tankstelle, rufen einen Krankenwagen und die Polizei. Die Situation war natürlich eine absolut brenzlige und wir sind uns ganz sicher, dass wir, wären wir da nicht irgendwie rausgekommen, wie wir das geschafft haben, dass dort mehr passiert wäre. 2 Tage später kehren die Tierschützer nach Deutschland zurück. Beide müssen sich ärztlich behandeln lassen. Die schlimmen Erlebnisse haben sich tief eingeprägt. Ihre Reise nach Rumänien bereuen sie dennoch nicht. Für uns ist ganz klar, dass wir wiederkommen werden nach Rumänien. Die Lage vor Ort ist einfach so drastisch, dass wir reagieren müssen. Wir sind im 21. Jahrhundert, das ist seit 7 Jahren ein EU-Land und dort können solche katastrophalen Tierrechts- und Tierschutzzustände einfach nicht herrschen, ohne dass man eingreifen muss. Wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Die Tierrechtler planen schon in den nächsten Wochen wieder nach Rumänien zu fahren. Sie wollen die Tierschützer vor Ort aktiver unterstützen und die Hundefänger an ihrer Arbeit hindern. Thank you.